Okay. Was? Dafür wirst du bezahlen, du Mörder! Ihr redet, glaube ich, nicht mit mir. So. Ich mache nochmal Reparatur, dass wir die Schilde online kriegen wieder. Hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. Das wäre übrigens mega geil. Weißt du, jetzt kommen dann 10 Piraten, gehen auf mich drauf. Fupp, tot. Dann explodierst du einfach. Wie so eine Seifenblase. Kann es sein, dass ich die Energie auf die Systeme komplett umleiten muss, damit die Schilde genügend Energie zum Boosten kriegen? Also damit das funktioniert? Ich weiß es nämlich nicht, aber ich habe es jetzt zweimal volle Energie in die Schilde geladen. Und dann waren die Schilde auch wieder online. Aber nichtsdestotrotz... habe ich ein Problem. Ross 130 Purple Dragons. Flight Assist off. Ha. Flight Assist on. Ich würde gerne die Piraten... Ross 130 Purple Dragons besiegen und Sternenhafen verteidigen. Suchen Sie nach Rohstoffvorkommen, Navigationspunkten, Signalquellen vor Ort. Da ist jemand reingesprungen. Der ist es, glaube ich. Achso. Dent Arthur Dent. Okay, pass mal auf Folgendes. Fighter zurück. Ich glaube, wir müssen nach Ross 130 fliegen. Kann das sein? Wir müssen in das Zielsystem reinfliegen. Ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, die sind hier. Aber ich glaube, das ist falsch. So. Na, schauen wir uns mal. Dann fliegen wir einfach mal woanders hin. So. Na komm. Noch ein leerer Frachtraum. Da müssen die Kinder hungrig ins Bett. Ja, geht schon. Hallo? Ach so. Gut. Mal schauen. Galaktische Karte, so. Moment, schauen wir eben mal. Wie war die Fraktion Ross 130 Purple Dragons? So, wo ist denn... Ross 130... Ach ja, hier ist auch das Missionsdingens. Okay. Wir müssen tatsächlich dahin fliegen und müssen da die Piraten platt machen. Okay. Ich müsste, glaube ich, deutlich... Debutes? Was? Ich glaube, er hat das Ziel jetzt falsch gesetzt. Kann das sein? Ah ja, ich bin... Hä, jetzt bin ich in Ross 130. Okay. Okay, mit anderen Worten, hier ist nichts. Sehr schön. Habe ich irgendwas? Transaktionen, Navigation? Gibt es hier irgendwas?
Okay. Ja, ich weiß, wie man den Scanner verwendet. Signale festgestellt, 19. Ach, hier. So. Degradierte Emissionen. So, klack. Gibt es da noch irgendwo sinnvolle Dinger? Also da, wo auch Piraten sind? Hier ist ja nichts mehr. Also Bedrohungsstufe 0 heißt eigentlich, dass da nie Piraten sind. Okay. Okay. Hallo? Ich will den VSS nicht benutzen, ich will das HUD switchen. Wie switchen das HUD jetzt wieder? Oh, das ist toll. Ach, hier. Modus, okay. Ja, das bringt mir jetzt viel, oder? Setzen wir mal einen Kurs dahin. Degradierte Emissionen, Bedrohungsstufe 0. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier auch keine Signalboje oder sowas. Ach so, weil ich doof bin. Ich bin Idiot. Ich dachte, ich bin schon im Zielsystem. Bin ich gar nicht. Ich muss erst noch hinfliegen. Oh Mann. Heute ist ein toller Tag. Ich muss natürlich erst nach Ross 130 fliegen. Debutes war nur das Zwischensystem, weil ich nicht direkt hinspringen konnte, weil dafür die Sprungreichweite nicht langt. Oh Mann, ey. Planlos im Weltraum sozusagen. So. Aber hier gibt es auch keine Signalboje, lustigerweise. Hier gibt es ein Rohstoffabbaugebiet. Ach, hier Navigationsboje, da will ich hin. So, die ist direkt hinter mir, weil ich jetzt vorbeigedüst bin. Dann fliegen wir jetzt mal dahin. Schauen wir mal. Mit viel Glück sind ja ganz auf dem Piraten. Und dann können wir mit einem Schlag alles platt machen. Ich habe keine Kühlkörper mehr, das heißt, wir müssen uns etwas vorsehen, aber wir haben maximale Schilde. Ich leite gleich mal die Energie komplett um. Ja, ich lade es lieber in die Schilde als in die Waffen. Ich glaube, das sollte so reichen. Waffenenergie würde ich dann umswitchen, wenn ich es brauche. Ach ja. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die Sonne sieht geil aus dafür. So, schauen wir mal. Vielleicht haben wir einen ganzen Haufen Ziele jetzt. Das wäre schön. Da könnte man die alle platt machen. Ich hoffe nur, dass die nicht alle auf einmal auf mich drauf feuern. Hopp.
Type 9 Heavy, Nintendo. Na komm. Scan detected. Flight assist off. Flight assist on. So, Allianz-Vollstrecke. Scan detected. Flight assist off. Flight assist on. Allianz-Vollstrecke. Offensichtlich haben wir hier kein Missionsziel. Flight assist off. Flight assist on. So. Oh. Sind wir hier? Auch Allianz-Vollstrecke. Toll, hier sind ganz offen Schiffe. Aber keins davon ist Missionsziel. Ich bin begeistert. Ist auch Allianz-Vollstrecke, ja. Toll. Das ist ja alles mega sicher hier. Da freue ich mich ja. Das fängt schon wieder gut an. Echt. Vulture. Great Phantom. Perfect Phenomena. Bitte sei du wenigstens ein Pirat. Gefährlich. Gesucht. Auch Kommissionsziel. Hallo? Naja. Machen wir wenigstens einen Platt hier. Auch wenn der absolut gar nichts damit zu tun hat, aber er ist einfach da gerade. So. Hier wurde ein Verbrechen gemeldet. Sämtliche Schiffe werden gescannt. Dann mach mal. So. Ich jage ganz brav Kopfgeld, also ich bin safe. So, komm her. Ist auch geil, wie der ganze Sicherheitsdienst auf den draufballert. Der hat gar nichts gemacht, er wird angegriffen und der ganze Sicherheitsdienst ballert auf ihn drauf, weil er gesucht ist. Das ist schon auch geil. So. Du machst einen großen Fehler. Ich glaube nicht. Oh. Muss aufpassen hier. So. Ben Verkost. Schau mal, was bist du? Wo bist du denn? Wo bist du? Ich sehe nicht. Ach, da. Gesucht. Ross 130 Limited. Mann! Fliegt der Richtung Sonne da hinten? Das finde ich übrigens nicht gut. Man kann nicht übrigens auch von hier aus direkt in die Sonne fliegen. Und das ist nicht so geil, weil die Gravitation, mit der ist echt nicht zu spaßen. Wo ist der überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Da ist er. Wie ich Düppelwerfer hasse. Zumindest wenn die Feinde sie haben. Oh, schön, ja klar. Fliegt direkt durch den Sicherheitsdienst hier alles durch. Hm. Ist gar kein Problem. Autsch. Ich check das immer nicht so ganz mit dem. Mit dem Flight Assist. Ich fliege dann komischerweise immer rückwärts. Das ist mega komisch. So, okay, das Kopfgeld kann ich mir abschminken, das kriege ich nicht. Föderaler Sicherheitsdienst. Schön. Hier haben wir noch eine Eagle.
Wo ist sie denn? Hallo? Ich sehe sie gar nicht. Gabriel Indra. Ach, das ist Quatsch hier. So. Kommen wir den Fighter mal zurück, das ist Blödsinn hier. Also, dann müssen wir irgendwo anders hinfliegen, jetzt in dem System, dass wir die Piraten finden, weil hier kommen sie nicht rein. Also, hier sind nicht die... Hier sind so viele Sicherheitsdienste, aber... tatsächlich nichts, wo man sagen könnte, so, jo, die mache ich platt. Gut, dann hier raus aus dem System und weiter im Programm. Engage. So. Wir hatten hier irgendwo ein Abbaugebiet, ne? Hier Rohstoff ab. Warum haben wir eine Station zufällig? Daniel Landing. Wir haben bloß. Ach, hier, Hope City. Hope City klingt immer gut. Ich würde gerne mal das Schiff reparieren und komplett auffüllen. Weil ich das die ganze Zeit nicht machen konnte. Weil wir in dem anderen Terminal, was gerade neu gebaut wird, beziehungsweise was repariert wird, kann ich mich leider nicht auftanken, beziehungsweise ich kann die Kühlkörper alles nicht neu aufladen. Und das ist Blade. Darum machen wir kurz einen Zwischenhalt in Hope City und dann versuchen wir mal weiter Piraten zu finden. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt. Das wäre sehr schön, nämlich. Da, 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 da. Oh, diese Kopfhörer, das sind echt unangenehm, wenn du die längere Zeit trägst. Das ist echt lästig und nervig. Und zwar das Schlimme daran ist an den Kopfhörern, die sitzen eigentlich mega gut. Das Problem ist aber, wenn du Brillenträger bist wie ich, dann tun und über längere Zeit dann das Ohr gegen das Brillengestell drückst, dann tut das irgendwann weh. Und ich verstehe nicht, warum es nicht deutlich mehr Kopfhörer gibt, die einfach einen viel größeren Abstand haben zwischen... Also weißt du, dass das Ohr... Die sind ja so gebaut, dass das Ohr komplett umhüllt wird. Aber warum kann man dann einen Abstand zwischen der eigentlichen Membran und dem Ohr nicht einfach viel größer machen? Das verstehe ich immer nicht so ganz. Habe ich nie verstanden, warum das man nicht einfach standardmäßig macht. Das sagt, pass auf, hier Ohrmuschel, Größe X, Höhe, Größe X und es funktioniert einfach. Nein, es muss immer so klein sein, dass die Membran innen drin direkt gegens Ohr drückt, dass du merkst, dass du Kopfhörer auf hast. Und das ist zuerst, merkst du das gar nicht. Das merkst du wirklich erst nach mehreren Stunden dann. Und ich habe die Kopfhörer jetzt, glaube ich, seit fast 12 Stunden auf. Daher kann ich das ganz gut bewerten, dass die nicht so geil sind. Da ist irgendwas vorbeigeschossen jetzt. Schön. So, wo ist der Eingang? Vermutlich nicht hier. Jalacy, Lima, Oscar Romeo, you're clear for approach, Commander. Submit a request and enjoy your stay. So. Access granted. Proceed to landing pad 25. Jawohl, machen wir. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
dem... So, dann können wir das Schiff endlich mal wieder auffüllen. Da muss ich jetzt bloß mal gucken. Der ist relativ nah, das heißt, wir könnten mal dahin gehen. Und in der Hoffnung sollte das ganz gut funktionieren. Dass wir da dann die Piraten finden. Ich glaube, es war eine blöde Idee, so viele unterschiedliche Missionen anzunehmen. Weil das wird ewig dauern, bis wir das alles haben. Also bis wir alles abgeschlossen haben. Ich glaube, das wird so schnell nichts. So. Und klack. Da sind wir auch schon. Ich bin aus Versehen an den Controller gekommen. Doch mal das kurz mal unterbrochen hier, den Landepunkt. Ist das hier eigentlich Store? Ach was. Cobra MK3 Overdrive, blau. Ach was, kann ich jetzt hier in-game die Sache noch kaufen, oder wie? Detailing. Ach krass, ich kann jetzt wirklich hier in-game die Sachen kaufen. Meine Arx. Ah, ich kann jetzt Guthaben kaufen, oder wie? Dann kann ich hier in-game dann... Okay, das ist interessant. Ich kann jetzt hier... Das ist aber neu. Cockpit Voice Assistant. Greetings, Commander. This is Alex, your Cockpit Voice Assistant, or COVAS. Installed to provide systems information. Greetings, Commander. This is Eden, your Cockpit Voice Assistant, or COVAS. Installed to provide systems information and analytic support throughout your journey. I am issued as standard by the Pilots Federation in accordance with Statute B7249. Okay, ich mag die Eden. Greetings, Commander. This is Jefferson. Greetings, Commander. This is Leo, your cockpit voice assistant. Das, mit dem könnte ich Tee trinken. Greetings, Commander. This is Karina, your cockpit voice assistant, or COVAS. Greetings, Commander. This is Arch. Bienvenue, Commandant. Je suis Amélie, votre COVAS, ou système de communication vocale d'assistance. Saludos, Commandante. Wie komme ich jetzt wieder raus? Bienvenue, Commandant. Je suis... Hallo? Nein, ich will... Oh, Mann! Diese Controller-Steuerung manchmal. Hier gibt es keine Vorschau. Das ist schon mal ganz gut. Verity. Aha. Okay. So, Lackierer... Holomir, so. Kontakte. Dann haben wir Obrigkeit, Kontakt. Dann gibt es hier ein paar Kopfgelder. Das haben wir noch ein. Oh, Schwarzmarkt haben wir eh nix. Suchrettungskontakt haben wir auch nix. So. Dann würde ich sagen... Gehen wir mal zum Abbaugebiet und schauen, was da alles auf uns zukommt jetzt. Ich hoffe mal, wir finden Nazi-Piraten, die wir brauchen. Hat die jetzt den, mein... Ich glaube, die haben jetzt ein Ding jetzt geändert, oder? Ich glaube, bloß weil ich im Shop jetzt war, habe ich da, glaube ich, den Ding jetzt ausgewählt. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, jetzt eine andere KI. Richtig? Boah, Alter. Nervt mich nicht.
So. Schön. Ich habe die Standard-KI jetzt wieder drin. Ich flippe aus. Das wollte ich mich eigentlich nicht. Boah, Alter, booste jetzt einfach. Jetzt habe ich die Standard-KI wieder drin und nicht mehr die Celeste. Was für ein Blödsinn. Vor allem, ich hatte doch die Verity jetzt wieder ausgewählt. Ach nee, oder war das die Oder war das Celeste? Das ist so dämlich, das siehst du nicht wirklich im Shop, was du ausgewählt hattest. Glaube ich zumindest, dass man das nicht richtig gesehen hat. Na gut, dann machen wir jetzt mal mit Verity. Ich glaube, das ist Verity hier. Ich will meine Celeste wieder haben. Weil Eden hat sich eigentlich auch ganz gut angehört. Die ist so ein bisschen mehr... Ein bisschen dynamischer. Wisst ihr, was ich meine? Die war so ein bisschen spritziger, so ein bisschen lebendiger. Naja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel 8000 Arcs sind. Ob das teuer oder günstig ist, ich habe keine Ahnung. Aber auf die Art, sagen wir mal so... Ist eigentlich auch ganz cool, wenn du so Cosmetics halt direkt kaufen kannst und keine Lootboxen oder sowas hast. Das ist eigentlich ein sehr cooles System, das mag ich sehr. So, schauen wir mal. Ich hoffe mal, wir treffen jetzt hier die Piraten, die wir brauchen. Sonst wird das echt langweilig auf Dauer. Klack. Ich habe doch nicht die KI getauscht. Flight assist off. Flight assist on. Hä? Das ist ja bescheuert. Gesucht. Neuros Resistance. Schön. Aber ist auch nicht der, den ich haben will. Nein, was soll's. Was schleppst du mit dir rum? Genau genommen gar nichts. Ich hatte jetzt gerade die Verity und jetzt habe ich wieder die Celeste, glaube ich. Also irgendwie ist das komisch. Aber was soll's. Ich habe meine KI, die ich haben wollte. Vielleicht gucke ich mir mal die Eden einfach an. Achso, was auf die Hülle ist, sehr schön. Ah, da ist mein Missionsziel. Schön, wir haben ein Missionsziel gefunden. Juhu. Und die sind offensichtlich gerade ganz schön schwer beschäftigt. So.